Hallo und herzlich willkommen. Für heute etwas anderes als sonst, also eine Raglan-Linie. Ich bin gerade dabei, eine Strickjacke für meine Enkelin zu stricken und mache da ganz normale, einfache Raglan-Linie aus zwei Maschen. Und da habe ich, während ich gestrickt habe, habe ich mir überlegt, das wäre ganz schön, wenn man das irgendwie für ein Mädchen etwas anderes stricken kann oder was Schöneres. Ich wollte nicht dieses typische Lochmuster haben hier, so wie bei dem Pulli hier, was ich als Beispiel habe. Das wollte ich nicht. Und habe ganz normale mit verschränkten Maschen gestrickt, die Reglan-Umschläge und dann verschränkt gestrickt. Und das mache ich jetzt bis Ende und dann die nächste Strickjacke wäre dann mit so einem kleinen Zöpfchenmuster. Das würde ich euch heute ganz sehr gerne zeigen. Ich habe das hier vorbereitet mit etwas dicker Wolle. Und ich muss ehrlich sagen, sieht nicht schlecht aus, aber meins ist das nicht. Ich habe schon hier ein kleines Stückchen vorbereitet für euch, gleich am Anfang. Es ist ein Beispiel für euch. Also, ich kann euch hier nicht ausrechnen, wie viel Maschen du brauchst für dein Raglan. Du weißt genau, dass du musst, ich habe schon ein Video für euch, diesen Link zeige ich euch unten, das kannst du unten sehen, unter diesem Video. Und da kannst du nur klicken und dann würdest du sehen, wie man das berechnet. Weil man berechnet das immer so für Ärmel und Rücken und vorne. Das ist, deswegen sage ich, ich kann euch das nicht ausrechnen. Wenn du stricken möchtest mit diesen kleinen Zöpfchen aus vier Maschen, dann musst du für Raglan vier Maschen berechnen. Denk dran, dann musst du für ein Raglan, für die Linie, vier Maschen berechnen. Das ist nur so ganz kurze, dazwischen gelandete Information. Wie ich das mache, viele von euch kennen das bestimmt, weil ich habe schon diese Muster gezeigt, zusammen mit einem Zopfmuster. Ich habe gedacht, ich würde euch jetzt demnächst auch eine andere Möglichkeit, wie man Raglan-Linie macht, zeigen. Heute erstmal das mit Zopf. Ich zeige euch vielleicht morgen oder noch heute schaffe ich das. Das, was ich jetzt für die Strickjacke für meine Enkelin stricke, vielleicht gefällt euch das, dann kannst du sowas auch verwenden. Nicht mit ganz normalen Umschlägen, weil dann entstehen solche Löcher, so wie ich euch gerade bei dem gelben Beispiel gezeigt habe. Also, ich habe hier schon vorbereitet mit kleinem Bündchenmuster und habe schon die Markierer auch. Ich mache jetzt zwei Raglan-Linien und wie ich das mache, zeige ich dir jetzt. Die Raglan-Umschläge, sagen wir das so, oder Zunahmen, mache ich nur in der rechten Reihe. Und zwar, eine Masche hebe ich, das ist die Randmasche, falls du eine Strickjacke strickst. Und dann habe ich rechte Maschen. Und danach machst du Umschlag zum Beispiel. Dann entstehen solche Löcher. Wenn du das jetzt so wie ich das mache, dass da keine Löcher entstehen, so wie hier zum Beispiel, ganz, ganz wenig sieht man, dass das da Umschlag ist, dann machst du das so, ich nehme den Faden und die erste von der rechten Seite, diese Zunahme, mache ich so, dass ich mache hier eine Hülse, aber der Faden
der von der von deiner Knolle kommt, ist hier, liegt hier auf dem Faden, der von der Stricknadel kommt. So, dann schiebe ich die rechte Stricknadel da rein. Moment, das ist doof, weil ich habe Angst, dass ich die Maschen verliere. So ist das besser. So, und jetzt schiebst du das rein, ziehst und da hast du eine Masche. Statt Umschlag hast du eine Masche, die kein Loch da hinterlässt. So, dann nehme ich mein Markierer und jetzt habe ich die vier Maschen, die ich für die Zöpfe, für Reglanlinie benötige. Und zwar stricke ich die ersten zwei Maschen als erste. Die zwei nächsten, die sind jetzt die Ruhen erstmal. Als erste stricke ich die zweite und dann stricke ich die erste. Verschränkt. So, und erstmal jetzt loslassen. Jetzt kommen die zwei nächsten Maschen. Als erste stricke ich die zweite. Und dann die erste. Und jetzt loslassen. Jetzt haben wir zwei Zöpfchen. Mein Markierer geht auf die rechte Stricknadel. Und schau mal jetzt. Ich halte das nur so fest, weil ich möchte die Maschen nicht verlieren. Jetzt haben wir diese erste, ich würde das sagen, Umschlag, die Zunahme. Haben wir so gemacht, dass der Faden von unserer Knolle hier liegt auf dem Faden, der von der rechten Stricknadel kommt. Jetzt machen wir das umgekehrt. Das heißt, der Faden von der rechten Stricknadel liegt auf dem Faden, der von der Knolle kommt. Und jetzt rein damit. Moment, ich war zu schnell. Das war das erste und jetzt kommt das zweite. Und jetzt ziehen. Das zeige ich dir noch ein paar Mal. Das ist wirklich ganz einfach. Dann hast du die Löcher dann nicht. Jetzt haben wir die Zunahme genommen. Dann in der Mitte, sagen wir, das ist unser Rücken zum Beispiel, stricken wir alle Maschen rechts. Schau mal, jetzt habe ich wieder mein Markier. Und jetzt muss ich wieder eine Masche zunehmen. Die linke Stricknadel halte ich hier fest, dass du das besser sehen kannst. Und jetzt den Faden, der von unseren Knollen kommt, legen wir auf dem Faden, der vor der Stricknadel, von der rechten Stricknadel kommt. Und, Moment, nochmal. Und rein damit und ziehen. Dann entsteht da kein großes Loch. Wir wollen da bei dem Beispiel zum Beispiel kein Lochmuster. Und dann haben wir wieder unsere Zöpfchen, unsere vier Raglanlinien. Als erste verschränkt stricken wir die zweite, aber die beiden Maschen bleiben noch auf der linken Stricknadel. Dann kommt die erste und erstmal jetzt die linke Stricknadel rausziehen. Die zwei nächsten Maschen von unserem Raglan-Linie. Als erste, aber diesmal von vorne, stricken wir die zweite Masche. Moment. So. Na komm. Und dann die erste. Und loslassen. Und jetzt machen wir zweite Zunahme. Hier muss ich aufpassen, dass ich die nicht verliere, die letzten Maschen. Und wie ich schon sagte, vorher haben wir so gelegt und jetzt liegt die
der Faden von der rechten Stricknadel geht, liegt auf dem Faden, der von der von unserer Knolle kommt. Und dann reinstechen, ziehen und fertig ist unsere Masche. Und dann kommen rechte Maschen. Wenn du im Muster strickst, kannst du weiter in deinem Muster stricken natürlich. So, dann die Arbeit wenden und die linke Seite, die strickst du alle Maschen links. Wenn du so wie ich jetzt hier euch diese Beispiel zeige, glatt strickst, dann strickst du natürlich alle Maschen links. Schau mal, hier haben wir diese, diese Zunahme, die stricken wir auch links. Wenn du ein bisschen fester ziehst, dann entsteht da sogar kein kleineres Loch. Und die vier Maschen, wo wir Raglan gestrickt haben, strickst du ganz normal nach links. So. Und dann kommt wieder die Zunahme und die stricken wir auch nach links. Es ist am Anfang ein bisschen schwieriger, weil das ist fester, aber es ist wirklich viel, viel einfacher als Umschläge machen. Ich sage immer, wenn wir Umschläge machen und machen solche Lochmuster, wie ich euch gerade gezeigt habe bei dem gelben Beispiel, das wäre mir passend zum Beispiel für Sommerprojekte. Aber für den Winter, ich glaube, so ein kleines Zöpfchenmuster für ein Mädchen, das ist was Schönes. So, und dann haben wir wieder die Zunahme hier. Und das war's. Ich hoffe, du kannst diese Raglan-Linie für dein Projekt verwenden. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeischaust. Und bis dahin sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal, eure Mira. Tschüss.